Ja, hallöle, Freunde der guten Laune. Bis dort und herzlich willkommen, wunderschönen guten Tag zum, ich denke mal, wahrscheinlich ersten Video von zwei heute, die noch erscheinen werden. Zum einen, wenn wir ein kurzknackiges Video jetzt genau hier machen, indem wir uns angucken, was kostet uns eigentlich, unseren LKW reparieren zu lassen. Zum einen in der Werkstatt. Wir müssen dazu sagen, in unserem Hauptquartier können wir das auch tätigen. Da müsste ich aber erst einmal ein bisschen voranschreiten, eine eigene Werkstatt besitzen. Und zum anderen wissen wir auch schon, es ist günstiger und wird auch immer günstiger, je nachdem, wie weit ihr mit eurer Karriere hier voranschreitet. Aber was ist eigentlich günstiger? Oder generell, was ist einfacher und gleichzeitig günstiger, hier in der Werkstatt das machen zu lassen oder selber Hand anzulegen? Das werden wir uns einfach mal angucken. Ich habe jetzt in der letzten Folge mir ein paar Schäden zugezogen. Der Kühler ist, glaube ich, ordentlich im Arsch. Die Lampen sind kaputt. Ihr seht hier, eine ist noch an von insgesamt zwei Kühlerabdeckungen. Müsste, wie gesagt, auch, müsste auch nochmal gewechselt werden. Da ist auch was kaputt. Generell, der Kühler ist kaputt. Also wir werden uns jetzt mal hier ein paar Sachen angucken. Reifen waren, glaube ich, nicht zu machen. Aber wir gehen erstmal in die Werkstatt und gucken uns mal ein bisschen genauer an, was ist denn hier eigentlich kaputt. So, und wir sehen schon, der Motor, zu 50% ist der Motor kaputt. Den können wir wahrscheinlich nicht allzu schnell und einfach reparieren, aber Scheinwerfer könnten wir reparieren, sowohl links als auch rechts. Luftfilter können wir wechseln, Kühler können wir, glaube ich, bin ich der Meinung, auch wechseln. Roundabout, ich muss jetzt mal gucken, Roundabout würde das uns jetzt, wie tippen wir hier alles an? Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig hier zu analysieren, was können wir reparieren und was nicht. So knapp 4.406, ich glaube den Motor, da können wir auch nicht viel machen. Linker Scheinwerfer, das geht. Öl können wir auch selber wechseln, kostet aber auch nur 4 Dollar hier. Luftfilter können wir auch wechseln. Kühlmittel können wir einmal einfließen lassen. Kühler können wir höchstwahrscheinlich auch was machen. Und LKW-Batterie, Ölwanne wahrscheinlich eher nicht. Also sind wir so bei 2.000 bis 2.800. Das können wir reparieren lassen. Das ist schon ein stolzes Sümmchen und da merkt ihr schon, ihr müsst einfach aufpassen, wie ihr fahrt. Ja, so sind wir jetzt richtig schön rausgeschossen und wir haben bei uns gleich in der Nähe, nehme ich die Möglichkeit hier, Autoteile, oh, das passt ja richtig gut, durchgehend geöffnet. Dann werden wir uns mal einen kleinen Wegpunkt setzen und da mal hinfahren. Ihr seht es, guck mal, Kühler ist auf gelb, Lampen auf rot, also hier stimmt so einiges nicht mehr. Und wir gucken mal, was wir gemeinsam überhaupt kaufen können. Also kaufen könnt ihr sowieso alles, da gibt es jetzt keine Unterschiede, ob ihr angefangen habt mit dem Spiel oder schon weit vorangeschreitet seid. Was ihr generell wechseln könnt, das werden wir ja gleich sehen. Wir halten mal ganz kurz hier so an. Passt sowieso ganz gut. Wir können auch dann gleich hier vor Ort das Ganze hier einmal ersetzen und reparieren. Und dann gehen wir jetzt einfach mal hier rein. Ihr könnt euch ja quasi gefühlt jede Komponenten. Ah, das passt aber auch wirklich sehr gut. Hier ist ja alles mit dabei. Zum Beispiel können wir uns einfach hier angucken. Werkzeug, das braucht ihr auf alle Fälle. Das ist zum Beispiel auch dafür da, um die Lampen und so zu wechseln. Scheibenwischer könnt ihr wechseln. Auch interessant, dass wir Scheibenwischer wechseln können. Reifenreparaturset. Oh, das werden wir uns alles hier holen. Gucken, können wir bei ihm auch noch Sachen kaufen? Ja. Oh, es sind noch ein paar andere Sachen. Bisschen Essen, Taschenlampe, Batteriepack für Taschenlampe, Motoröl, Kühler mit. Also das können wir hier zum Beispiel kaufen. Das können wir kaufen. Das ist wirklich ein Ab- und Einsicherung haben wir auch. Reifenreparaturset kaufen wir auch. Da gucken wir nochmal, was wir hier haben. Luftfilter, sehr cool. Kühlerabdeckung. Gut, können wir uns jetzt gerade nicht kaufen, weil alles voll ist. Aber das können wir uns gleich mal angucken. Achso, und da waren hier auch noch, genau, Scheinwerfer, Glühbirnen. Gut. Das heißt für uns, wir haben jetzt Reifenreparaturset, da können wir mal gucken, ob wir den irgendwie hier verwenden können. Wie ist denn das hier? Ja, Reifen. Reifen nicht reparaturbedürftig. Okay, das ist schon mal cool. Hier können wir Ketten später anlegen. Also die sind nicht reparaturbedürftig, das ist auch interessant. LKW-Batterie ist nicht reparaturbedürftig, okay. Irgendwas. Also wir kommen an manche Sachen hier wirklich gut ran. Der Greifen war jetzt nicht wichtig. So, Batterie. Werkzeugkiste. Ach, auch nicht schlecht. Kühlerabdeckung. Okay, nicht schlecht, Herr Specht. Da können wir mal rangehen. Okay. Wir können aber erstmal hier uns mal angucken. Dass wir vielleicht ein paar Sachen hier auswechseln. Wir haben zum Beispiel hier einen Sicherungskasten. Sicherungen sind intakt, interessant. Öl können wir einmal einfließen lassen. Gluck, gluck, gluck. Reicht auch schon wieder.
Dann haben wir hier Kühlmitte. Ist eigentlich auch schon fast voll. Das können wir machen. Aber ja, aber den Kühler, den können wir jetzt einmal reparieren. Zack. Also, wenn wir daneben sind, müssen wir immer wiederholen. Ja. Cool. Kühler ist repariert. Sehr schön. Okay, Kühler ist schon mal repariert. Finde ich gut. Sehen wir auch. Der Fehler ist jetzt weg. Jetzt brauchen wir noch ein paar Glühbirnen. Die haben wir auch hier gehabt. Die sind ja für die Frontscheinwerfer. Ich weiß nicht, ob jetzt immer nur eine zählt. Wir kaufen einfach jetzt mal hier uns eine. Gut. Das ist wirklich nur ein Apfel und ein Ei. Okay. Gut, das scheint auch ausgereicht. Also okay, da war nur die eine kaputt gewesen. Sehr gut. Wir können nochmal schauen. Jo, Fehler ist auch weg. Perfektomatico. Flüssigkeit ist drin. Ansonsten hatten wir noch irgendwas hier gehabt. LKW-Batterie, Werkzeugkasten, Kühlerabdeckung. Jetzt wäre mal interessant, jetzt hört sich wirklich doof an. Kann ich denn Sachen hier eigentlich auch verkaufen? Ach, Gegenstand fallen lassen. Kettensäge nicht, LKW-Batterie, Sicherung, Luftfilter. Ja, das war fein. ich wollte nämlich eigentlich, falls Sie das hier haben, Scheibenwischer brauche ich nicht, Kühlerabdeckung. Da scheint jetzt nichts davon, dass intakt ist. Cool. Oh. Okay, auch eingebaut. Was haben wir noch? Scheinwerfer rechts, links, Kühlerabdeckung, Werkzeugkiste. Ich habe mit dem linken Stick, wenn ich raufdrücke, also quasi L3, dann könnt ihr ein bisschen gucken. Also Batteriekont brauchten wir nicht. Ist nicht reparaturbedürftig. Haube öffnen. Kabelung verwalten, was soll das denn sein? Also es ist hier vorne ja, aber ich glaube einfach nur so war. Jetzt kann ich nicht darauf zugreifen. Okay. Reifen waren auch gut gewesen. Hier waren Ketten gewesen. Hier hinten irgendwas? Nö. Du, dann ist ja schon mal quasi die halbe Miete. Dann ist der quasi für uns erstmal, soweit es geht, repariert. Finde ich geil. Gut. Das haben wir. Also jetzt gehen wir mal in die Werkstatt und gucken mal, was das zu reparieren ist. Beziehungsweise, was wir vielleicht gespart haben. Also wir haben ja wirklich jetzt ein Apfel und ein Ei ausgegeben. Mit ein paar Fehlkaufen, aber ich sag mal 200, 300 Dollar, wenn überhaupt. Werde ich hier wieder entgegenfahren? Wäre der schon mal gar nicht so verkehrt. Muss ich mal kurz gucken. Die Werkstatt war, glaube ich, hier gewesen. Mal hier rauf. Ich glaube, wir können auch von vorne hier rein. Genau. So, jetzt gucken wir mal. Das sieht aber auch wesentlich erfrischender gerade aus. Also Scheibenwischer ist ja komplett repariert. Kühler. Okay. Luftfilter, Öl. LKW-Batterie, das war es erstmal gewesen. Boah, du, wir haben 1000 Dollar jetzt quasi eingespart in Sachen Reparatur. Also Federung so brauchen wir gar nicht machen. Der Zustand ist quasi gut, den können wir jetzt rausnehmen. Aber LKW-Batterie hatten wir drin gehabt. Aber jetzt haben wir wirklich, ich sag erstmal 200, 300 Euro haben wir vielleicht, Dollar haben wir maximal ausgegeben. Konnten aber dadurch 1000 Dollar einsparen. Das ist schon mal sehr gut. Wie werden wir das hier deaktivieren? Ich werde jetzt mal wirklich die Komponenten, die jetzt nicht mehr so frisch sind. Motor können wir gerne mal auswechseln. Den können wir selber natürlich jetzt nicht auswechseln. Den hatten wir auch beim letzten Mal deaktiviert gehabt. Und bin ich der Meinung, aber wenn haben wir trotzdem was gespart, das sieht trotzdem alles sehr gut aus. Du bist knapp bei Kasse, schließe einen Auftrag ab oder nimm für den Computer einen Kredit auf. Ja, sehr schön. Freunde, weißt du das? Und das können wir mal gleich machen. Das war jetzt kurz und knackig gewesen. Wie reparieren wir unseren LKW? Was kostet hier was? Und wir werden mal ganz fix zu unserer Werkstatt fahren. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht allzu weit. Das wird, na gut, das ist schon ein ordentliches kleines Stück. Das machen wir in der nächsten Folge. Okay, in der nächsten Folge werden wir uns mal, weil es halt immerhin 380 Meilen. Da werden wir uns mal zum einen, das kommt heute Abend, die Folge, eure Kommentare so ein bisschen durchlesen. Ich gehe ein bisschen chronologisch vor. Wir gucken so ein bisschen, welche Kommentare passen ganz gut, über darüber so ein bisschen zu reden, Fragen und eure Meinung zu dem Spiel natürlich selbstverständlich. Und dann werden wir uns im Hauptquartier mal umschauen, wie es denn ausschaut eigentlich,
zum Beispiel, und das kann ich euch dann, das passt ganz gut, glaube ich, zu den Kommentaren reagieren, wie es dann eigentlich ausschaut, wir können angeblich auch einen Stellvertretenden nehmen. Und wie sieht das dann bitte schön aus? Das alles in der nächsten Folge, meine Freunde. Wir sehen und hören uns und macht's gut. Auf Wiedersehen. Und Tschüssikowski. So, dann suchen wir uns nochmal einen Auftrag hier und dann geht's gleich los.